Herr Dr. Wiesemann, Sie stellen auf der DKM eine neue Tarifierungssoftware vor. Welches Ziel verfolgen Sie damit? Was steckt dahinter? Ja, die neue Maklersoftware der Allianz Krankenversicherung löst zunächst die alte Software ab, aber sie wird diese maßgeblich verbessern. Das Ziel ist, dass wir unseren Maklern einen deutlich besseren Service beim Thema Tarifierung und Angebotserstellung geben wollen. Die neue Software ist schnell, die ist sehr unkompliziert, aber gleichzeitig rechtssicher. Ein Beispiel: mit einer einzigen Eingabe, dem Geburtsdatum, kann man einen vollen Antrag berechnen. Und als einen besonderen Clou haben wir auch die elektronische Unterschrift dabei. Das heißt, wer möchte, kann voll elektronisch den Antrag gestalten. Inwieweit waren die Makler eingebunden in den Entwicklungsprozess? Wir haben von Anfang an den Schulterschluss mit den Maklern gesucht und die Wünsche der Makler standen auch im Mittelpunkt der Entwicklung dieser neuen Maklersoftware in Kranken. Wir haben Friendly User unter den Maklern eingebunden, nicht nur im Testing, wie man das häufig macht, sondern auch in den Entwicklungsschritten. Zudem ist die neue Software voll BIPRO-konform, das heißt, gemeinsame Standards zwischen Maklerverbänden und Versicherern sind berücksichtigt und das macht natürlich die Einbindung in Maklerverwaltungsprogramme oder in Vergleichssoftwaren deutlich einfacher. Gab es bestimmte Wünsche der Makler, die integriert werden sollten, also bestimmte Tools etc.? Gut, der Wunsch der Makler ist, dass es einfach ist, dass es unkompliziert ist und dass es schnell ist. Und diese drei standen eigentlich auch im Mittelpunkt sozusagen der Entwicklung. Und von den Tools ist es so, dass wir einen offenen Bereich haben, der allen zur Verfügung steht und einen Login-Bereich, der den reversierten Maklern zusätzlich zur Verfügung steht. Im offenen Bereich kann ich bereits Preis-Leistungs-Vergleiche machen. Ich kann auch einen vollständig VVG-konformen Antrag, versandfertigen Antrag erstellen. Und in dem Login-Bereich kann ich als reversierter Makler zusätzlich eine Vorgangsverwaltung führen. Ich kann auch in den Kollektivrahmen und Gruppenverträgen, beispielsweise im Ärztegeschäft, Tarifierung durchführen. Und ich kann eben auch die elektronische Unterschrift nutzen mit der sehr einfachen InSign-App. Ich kann die dann einfach koppeln mit dem Antrag in die Allianz reinschicken. Und diese Anträge, die mit der elektronischen Unterschrift kommen, werden sogar in unserem Betrieb auch noch bevorzugt bearbeitet. Welche Zeitersparnis erwarten Sie durch das neue Produkt? Ich glaube, dass die Zeitersparnis signifikant ist. Zum Ersten ist es ja eine Online-Anwendung. Das heißt, sie ist immer aktuell, sie ist sehr schnell. Ich habe auch nicht das Thema als Makler, dass ich die Software erst auf meinen PC aufspielen muss oder dass ich Updates noch aufspielen muss. Das fällt alles weg. Wir haben es dann so gemacht, dass jede eine Eingabe nur einmal notwendig ist. Das heißt, sie wird automatisch vorgehalten, wenn man sie wieder braucht in dem Vorgang und wird automatisch eingepflegt. Wir haben Plausibilitätskontrollen, zum Beispiel beim Thema IBAN, beim Thema Adressen drin. Also es sind unglaublich viele Aspekte drin, die einfach die Schnelligkeit erhöht. Erwarten Sie einen Umsatzplus durch die Software oder? Ja, wir haben keine konkrete Zahl damit verbunden, aber wir glauben, dass ja ansetzt an den Prozessen zwischen den Versicherern, also in diesem Fall der Allianz Krankenversicherung, mit den Maklern, dass es wirklich in Zukunft auch darum geht, die Möglichkeiten der Digitalisierung, um die Prozesse zu vereinfachen, um einfach eine Schnelligkeit zu erhöhen, so mehr Zeit für Beratung zu haben. Und das müsste dann auch positiv sich auf den Umsatz auswirken. Nun heißt es ja, oder es wird kolportiert, sagen wir mal so, die Allianzvermittler nutzen ungern online und digitale Medien und Techniken, sind aber trotzdem davon überzeugt, dass es angenommen wird, das neue Tool. Also ich bin der Meinung, dass das doch wirklich anders ist, als Sie das wahrgenommen haben. Aber ich glaube, es ist doch einfach so, wenn man einfach mal guckt, sind nicht nur junge Leute, auf jeden Fall junge Leute, aber nicht, bei weitem nicht nur, die Nutzung von digitalen Tools, wenn sie intuitiv bedienbar sind, und so haben wir unsere neue Maklersoftware für Kranken gemacht, dann ist das doch eine Selbstverständlichkeit geworden. Also wir stellen das fest, dass immer mehr Menschen die Medien nutzen und dadurch eben auch Ersparnisse in der Zeit haben, auch Bequemlichkeiten haben. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass das angenommen wird und dass es eigentlich auch den Nerv trifft. Gibt es in anderen Bereichen bei der Allianz noch ähnliche Projekte wie die AKMS? Zunächst rollen wir jetzt AKMS aus in der Breite und wir werden es auch im kommenden Jahr erweitern.
Wir werden eben beispielsweise die Anbindung an die Vergleichssoftwaren, an die Maklerverwaltungsprogramme machen. Wir werden auch einen sogenannten KV-Netto-Rechner einbauen. Das heißt, ich sehe dann als Makler auch direkt die tatsächliche Kostenbelastung in der Krankenversicherung nach Abzug der Steuern und nach Abzug des Arbeitgeberanteils. Aber ja, auch in anderen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen Versicherer und Makler sind wir an den Themen dran. Thema Kampagnencenter für Aktionen im Bestand, Thema Webservices für den elektronischen Datenaustausch. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was die Prozesse effizienter machen kann in Zukunft und dadurch einfach mehr Zeit für Beratung geschaffen werden kann. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Wiesemann. Vielen Dank.